Inquisitor, willkommen auf der erhabenen Ebene, einem Ort mit einer langen und blutigen Geschichte. Die Region ist bis heute ein Pulverfass. Auch hier hat der Bürgerkrieg gewütet. Heute streifen Rebellen durch das Land, die Freikämpfer der Dells. Sie haben sich erst kürzlich formiert und nutzen das Chaos aus. Das wäre dann alles. Danke. Wegen der Risse und der Untoten haben die Orlesianer an Boden verloren. Die meisten von ihnen wurden zu ihren Forts zurückgedrängt. Wir müssen die Region stabilisieren, damit die kaiserliche Armee hier wieder Fuß fassen kann. Viel Glück, Euer Gnaden. Ihr werdet es brauchen. Inquisitor, ich habe Informationen für euch. Setzt mich ins Bild. Das könnte nützlich sein. Wir sollen den Wellen fernbleiben. Ich wüsste zu gerne, warum. Ein Grund mehr, Ihnen einen Besuch abzustatten. Jemand diese Dinge aufhalten. Was ist hier passiert? Wir wollten die Welle von den Toten zurückerobern. Sie erheben sich hier irgendwo. Irgendwo zwischen diesen Gräben. Alles begann, als diese Freikämpfer auftauchten. Seltsame Lichter. Wie blaues Feuer. Das muss Magie sein. Aber die Freikämpfer sind nur Deserteure der Armee. Wie hätten sie das machen sollen? Und wozu? Gehört ihr zur kaiserlichen Armee? Ja, Euer Gnaden. Ich kämpfe für Großherzog Gaspard de Chalon, den rechtmäßigen Kaiser von Orléans. Bei den Friedensgesprächen in Halam-Shiral wurde doch die Einstellung aller Feindseligkeiten vereinbart, oder nicht? Wir kämpfen nicht mehr gegeneinander, sondern gegen die Dämonen, die Toten. Als wir uns gegenseitig bekämpften, war vieles einfacher. Menschen kann man besiegen. Ich sollte jetzt gehen. Ha ha!
Natürlich kriechen die Toten aus Gruben. Was sonst? Das Aufräumen dauert länger als alles andere. Verfluchte Freikämpfer. Die machen nichts als Ärger. Hier stinkt's immer noch nach Tod. Sie haben es geschafft. Unglaublich, dass sie die Welle zurückerobert haben. Wir sollten den Marschall warnen. Aber Fort Reversan ist von Untoten umzingelt und abgeriegelt. Was ist hier passiert? Alles begann, als diese Freikämpfer auftauchten. Seltsame Lichter, wie blaues Feuer. Das muss Magie sein. Aber die Freikämpfer sind nur Deserteure der Armee. Wir hätten... Ich muss mich um unsere Gefallenen kümmern. Ihr scheint Hilfe zu brauchen. Die Toten sollten tot bleiben. Findet ihr nicht, mein Freund? In dieser Gegend scheint es eine Menge Probleme zu geben. Das ist noch milder ausgedrückt. Der Krieg ist vorbei. Doch nun sind die Toten lebendig. Aber eines ist lustig. Ich habe diese Untoten beobachtet und sie scheinen sich auf die Shem-Armeen zu konzentrieren. Als ob... Tja, warum sollte man Menschen nicht töten wollen, hm? Trotzdem. Arme Narren. Seid ihr ein Dalish-Elf? Natürlich. Ihr habt offenbar wenig Erfahrung mit dem Volk. Ja, wir sind Dalish. Wir lagern seit Wochen auf den Feldern westlich von hier.
Der Krieg zwischen den Löwen hat die Passage durch das Dorf erschwert und einige unserer Arabelle beschädigt. Falls ihr meinen Clan findet, bestellt Hüter Horn, dass ich die Jagd fortsetze und vielleicht eine sichere Route über die Ebenen finde. Ich habe gehört, die Dalish wären Fremden gegenüber distanziert und misstrauisch. Ihr scheint anders zu sein. Tja, sag das nicht dem Hüter. Ich liebe mein Volk, aber es hält an alten Wunden fest. Ich weiß nicht. Vielleicht wird es einfach Zeit zu vergeben. Was ist das Dearth? So nennen wir diesen Ort. Das Dearth. Dearth Havaren. Ich muss gehen. Nur zu. Passt auf euch auf. Thank you.
Er sucht nicht, in anderer Leute Gräber rumzustochern, ja? Schleierfeuer.
tut weh, was? Gestattet ihr, dass ich einen Blick darauf werfe? Das ist Teil eines größeren Sets. Ihr seid nicht so protzig wie die meisten anderen Magier, Solis. Die Magier aus Tevinter, gegen die ich in Seharon gekämpft habe, wollten uns mit ihren Fähigkeiten einschüchtern. Dorian scheint nach jedem Zauber auf Applaus zu warten. Und Viv ist sowieso die arrogante Person. Aber der ruhige Elfenmagier ist anders, schnörkellos. Ihr gebt euch keine Blöße. Die Hälfte eurer Ziele sieht euch nicht einmal kommen. Ich betrachte das mal als Kompliment. Wenn ihr meint.
Ort durchsuchen. Ar dir Thanas, ir Elgara, Masula evar venan. Bitte? Selber bitte. Was ihr gesagt habt und was ich gerade gemacht habe, ist dasselbe in Grün. Ich hatte gehofft, nun, mitunter kann unser Volk den Rhythmus der Sprache spüren, obwohl es die Worte nicht kennt. Aha. Wisst ihr, was noch gut ist? Dass Worte was bedeuten, wie diese. Worte. Finidis Lasa. Kommen von dort unten, aus einem Riss.
endlich ein Sieg! Das war eine famose Vorstellung, Inquisitor. Meine Männer konnten die Horde kaum in Schach halten. Bastien Proul, Marschall der großherzoglichen Truppen hier in den Dales. Ich habe die Toten von den westlichen Wällen vertrieben. Wirklich? Beim Erbauer, wenn ihr die Wälle zurückerobert habt, gibt es noch Hoffnung für uns. Ich würde ja unsere Truppen außerhalb der Dales warnen. Aber angesichts des Chaos kommen unsere Boten nicht durch. Dämonen, diese verfluchten Freikämpfer oder wie sie sich nennen. Ich habe etwas über die Freikämpfer der Dales gehört. Was wisst ihr über sie? Das ist eine Bande von Verrätern. Alles Schwächlinge. Dachten, der Krieg besteht nur aus ein, zwei Scharmützeln und dann geht's wieder ab zu Muttern. War aber nicht so. Also sind sie abgehauen und haben sich dem Erstbesten angeschlossen, der ihren Wankelmut für akzeptabel hielt. Jetzt wollen sie Unabhängigkeit, um nochmal ganz neu anzufangen? Lächerlich! Warum habt ihr euch hier verschanzt? Wir mussten uns von der Westfront zurückziehen. Die Dämonen und Untoten waren einfach zu zahlreich. Aber hier ist es nicht viel besser. Meine Patrouillen kehren nicht zurück. Nachrichten kommen nicht an. Ich habe seit Wochen nichts aus der Hauptstadt gehört. Wenn wir unsere Vorposten zurückerobern, die Wälle oder sogar die Garnison am Fluss, so geht das nicht weiter. Ich will wie ein Soldat sterben, anstatt mich unter dem Bett zu verstecken und zu beten, dass die Monster mich nicht finden. Ich gehe dann jetzt mal. Guten Tag. Einige unserer Gefallenen gesehen. Sind viele eurer Männer gefallen? Was ihr hier seht, ist der traurige Rest. Wir waren einmal 1000 Mann. Nicht zu wissen, was mit den Männern geschehen ist, die nicht zurückkehren, ist das Schlimmste. Sind sie desertiert oder tot? Falls sie tot sind, haben wir nichts, was wir ihren Familien sagen oder schicken können. Viel Glück. Ich weiß es nicht. Untote im ganzen Tal. Und keine Möglichkeit, sie zu töten. Ich sage, wir sollten uns den Dämonen stellen.
Soldaten könnten den Weg freiräumen. Solus, dieser Drache, über den Corypheus gebietet, könnte er tatsächlich ein Erzdämon sein? Ich denke, wenn dem so wäre, würden wir uns einer Verderbnis gegenübersehen. Aber was ist er dann? Ein verderbter Drache? Einfach nur ein weiteres Geschöpf der dunklen Brut? Er ist mit Corypheus verbunden. Eine derartige Verflochtenheit geht weit über bloße Kontrolle hinaus. Sie ist ein untrennbares Band. Da fragt man sich doch, ob das nicht alles ist, was die Erzdämonen sind. Schoßtiere von Wesenheiten, die nicht mehr existieren.
So weit würde ich nicht gehen. Dieser Drache ist eine Nachbildung. Hervorgebracht von einer Kreatur. Nichts weiter.
einfach mich machen. Wer ist da? Philipp? Bist du das? Oh, Mert. Nicht bewegen. Ich will euch helfen. Nein. Kein Sinn. Tod. Ich bin tot. Ich weiß es. Bitte. Bitte bringt das hier zu Kommandantin Jehan.